Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 11. Juli. Mein Name ist Ronald Gerte, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Thema neben dem DAX natürlich der Dow Jones, aber auch der Goldpreis. Jetzt wissen wir, was die Arbeitsmarktdaten für die Anleger bereithielten und wir kennen die Reaktion nicht nur des US-Markts darauf. Wir starten mal mit dem DAX, der hat ordentlich zugelegt, was andeutet, dass die Daten wohl gut gewesen sein müssen. Und ja, das waren sie auch. 287.000 neu geschaffene Arbeitsplätze. Alles wieder gut, wie wunderbar. 175.000 hatte man erwartet, passt also. Gut, die schwachen Daten vom Mai mit 38.000 wurden jetzt auch noch nach unten korrigiert. Es waren nur noch 11.000 Jobs. Wenn man das mit dem Juno-Daten zusammenpackt, kommt man auf 300.000, geteilt durch 2 macht im Schnitt 150.000 und das ist knapp weniger als das, was man brauchen würde, um alleine die Arbeitslosenrate zu halten aufgrund des Bevölkerungswachstums in den USA. Das ist mal das eine. Zum anderen ist die Arbeitslosenrate, die trotz der wenigen neu geschaffenen Stellen im Mai plötzlich von 5,0 auf 4,7% nach unten gerechnet wurde, nun auf einmal trotz der vielen geschaffenen Stellen von 4,7 wieder auf 4,9% hochgenommen worden. Aber das wollte man nicht unbedingt sehen. Es war im Endeffekt vor allem die Reaktion auf diese starke Zahl neu geschaffener Jobs, die Kurse nach oben trieb. Nicht nur beim DAX, auch beim Dow Jones. Aber ist die Frage, ist das mehr als eine Reaktion der auf dem falschen Fuß erwischten bärischen Akteure, die flugs Short-Positionen eindeckten, was ja normalerweise eben automatisch zu Kaufdruck führt? Oder die Reaktion kurzfristiger Trader, die einfach auf diesen Aufwärtsimpuls aufsprangen und ihn damit verlängert haben? Ist es also mehr als eine kurzfristige Reaktion auf die Daten? Ist da mehr drin als ein kurzer Moment? Sprich, kommen jetzt Nachkäufe heute Morgen oder im Verlauf dieser Woche oder nicht? Diese Frage bleibt noch offen. Gut, sie wird so nicht lange im Raum stehen. Die Frage wird bald beantwortet werden. Immerhin ist der DAX, wie wir hier sehen können, mit einem Plus von 210 Punkten jetzt wieder an eine charttechnisch wichtige Widerstandszone herangelaufen. Zum einen die 20-Tage-Linie, die im Bereich 9.660, 65 Punkte verläuft. Und darüber dann der Bereich 9.737, 9.773. Dort, knapp darüber und an der 20-Tage-Linie, war der DAX ja Anfang vergangener Woche nach unten abgewiesen worden. Erst dann, wenn er dieses Zwischenhoch nach oben durchbricht, dann hätten wir hier ein kleines Doppeltief, das dem DAX den Weg aus charttechnischer Sicht an und über 10.000 Punkte freischaufeln würde. Und dann wäre der Zeitpunkt gegeben, hier über eine Positionierung auf der Long-Seite nachzudenken. Mit einem engen Stop-Loss, den wir für Short-Positionen bei 9.550 Punkten platziert hatten, zu arbeiten, war schon sinnvoll. Sicher ist sicher. Denn wir hatten ja gesagt, das ist eine ganz volatile und unberechenbare Geschichte. Da sollte man lieber mit zu engem als zu weitem Stop-Loss unterwegs sein. Aber deswegen gleich zu sagen, gut, wenn man aus der Short-Seite raus ist, kann man gleich in die Long-Seite wechseln, ist in dieser Konstellation noch nicht ratsam. Warten wir es erstmal ab. Es kann genauso gut dazu kommen, dass die Kurse wieder nach unten abdrehen. Dementsprechend im Augenblick wäre Neutralität angemessen und das gilt auch für den Dow Jones. Der hat 250 Punkte zugelegt. Tadellose Sache. Das hat nämlich dazu geführt, dass die Zwischenhochs vom Juni im Bereich knapp über 18.000 Punkten, wo er dreimal jetzt nach unten abgedreht hatte, überwunden wurden. Und das ordentlich und mit Schwung zugegeben. Und wir sind genau rangelaufen an das Zwischenhoch vom April bei 18.167 im Hoch. Wir sehen, das ist sogar eine Punktlandung gewesen. Das heißt, wir sind genau da rangelaufen und dann auch in der Nähe aus dem Handel gegangen. Was allerdings auffiel, war hier im Tageschart nicht zu sehen, dass die Käufe in der ersten Sitzungshälfte stattfanden. Danach schleppte man sich auf hohem Niveau seitwärts. Gut, es gab keine Gewinnmitnahmen größerer Dimension, aber es wurde eben auch nicht weiter gekauft. Und da stellt sich natürlich die Frage, haben die Marktteilnehmer zu dem Zeitpunkt über die erste emotionale, impulsive Reaktion auf die Zahlen zu Beginn des Handels hinaus schon nachgedacht und sich gesagt, oh, einerseits nett, andererseits erstens, die anderen Konjunkturdaten der US-Wirtschaft ziehen in diesem Maße nicht mit. Und da muss ich erstmal erweisen, ob im Juni tatsächlich auch in anderen Bereichen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz etc., eine Belebung erfolgt ist oder nicht. Und auch oder gerade, weil die anderen Konjunkturdaten so bislang noch nicht fester gesehen wurden, ist ein gewisses Risiko dabei gegeben, dass die US-Notenbank diese starken Arbeitsmarktdaten, auf die sie sich ja nach wie vor stark konzentriert, als Basis nimmt, um doch noch die Leitzinsen in diesem Sommer
möglicherweise sogar in der nächsten Sitzung Ende dieses Monats zu erhöhen. Weil das würde das Wachstum der US-Wirtschaft so stark eben nicht, wie man das in einigen Kreisen gerade bei der Notenbank sieht, möglicherweise so weit ausbremsen, dass es zu einem Boomerang wird. Nun, anhand von Verkaufsdruck war ein solcher Gedanke nicht zu erkennen, aber wir hatten das Wochenende dazwischen und jetzt würden die Karten damit neu gemischt. Die Arbeitsmarktdaten sind verdaut und was bei diesem Verdauungsprozess in den Köpfen der Marktteilnehmer herauskam, muss ich erstmal erweisen. Denn wir sind zwar jetzt auf Schlagdistanz zu den bisherigen Hochs, die wir hier in gestrichelter Linie eingezeichnet haben, die bei 18.351 Punkten lagen, damals im Mai 2015. Das ist nur noch ein Katzensprung. Andererseits, wenn wir uns den Wochenchart hier ansehen, dieser Katzensprung, den hat es schon oft gegeben. Nicht nur im April, sondern auch hier im Herbst oder gerade in der Zeit des Sommers letzten Jahres, als man da wirklich Ewigkeiten auf der Stelle trat, ohne nach oben ausbrechen zu können. Und wir haben auch gesehen, dass bisherige Rekordhochs hier zum Beispiel Ende 2014 oder im Frühjahr 2015 dann immer nur einen Tick nach oben überwunden wurden, um dann doch wieder in Wassertreten überzugehen. Die Überlegung, dass alles über 18.000 Punkten grundsätzlich mal eine Basis ist, um Positionen abzubauen, diese Überlegung ist eben möglicherweise noch nicht ausgestorben. Ob sich das mit diesen US-Arbeitsmarktdaten ändert, ob da also jetzt neuer Schwung, neuer Optimismus in den Handel hineinkommt, das muss sich erst in den kommenden Tagen erweisen. Dieses Wassertreten bzw. dieses permanente Abdrehen in dieser Zone ist auf jeden Fall erst einmal ein negativer Aspekt, ein Belastungsfaktor. Aber auf der anderen Seite haben wir einen MACD, der auf Wochenbasis gerade jetzt durch diesen erneuten Aufwärtsimpuls auf Höhe seiner Signallinie wieder nach oben gedreht hat und damit das im Frühjahr generierte Kaufsignal bestätigt hat. Und wir kommen eben mal nicht aus der Zone um 15.500, wie zum Beispiel im Sommer und zu Beginn dieses Jahres, sondern diesmal sind wir quasi nicht von ganz unten, sondern aus der Zone um 17.000 Punkte mit dieser Aufwärtsbewegung unterwegs, sodass sie nicht, weil sie schon so lange läuft, irgendwie jetzt schon an Schwung verloren haben müsste. Die Chance für einen Ausbruch nach oben, der dann alleine durch die Tatsache, dass neue Hochs erreicht wurden und diese Widerstandszone so hartnäckig war, dann auch weiterlaufen können, diese Chance ist durchaus gegeben. Trotz alledem, auf die Chance alleine hinein, jetzt zu sagen, oh, da müssen wir jetzt schon dabei sein auf der Long-Seite, das wäre wohl ein wenig verwegen. Deswegen würden wir sagen, Schlusskurse über 18.400. Wenn wir also den Verlaufsrekord damals vom Mai bei 18.351 hinreichend deutlich auf Schlusskursbasis überwunden haben, wären eine Möglichkeit, auf der Long-Seite eine erste kleine Position zu etablieren. Alles, was darunter ist, kann immer noch eine Top-Bildung sein. Ein Stop-Loss wäre dann knapp unterhalb dieser dann ja zur Unterstützung gewordenen Zone sinnvoll, sprich ein Bereich um 17.900 Punkte als Absicherung. So, und jetzt mal ein Blick auf Gold. Und das ist ein Aspekt, der auch dazu führt, dass man vielleicht nicht zu vorschnell in Optimismus am Aktienmarkt verfallen sollte. Denn normalerweise würde eine solche Rallye am Aktienmarkt dazu führen, dass das Gold, insbesondere wenn es im Vorfeld stark gestiegen ist, sofort kräftig verkauft wird, weil man sich sagt, oh, brauchen wir nicht mehr. Das war auch ganz kurzfristig der Fall. Als Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten ging es um 14.30 Uhr erstmal senkrecht abwärts. Aber innerhalb von anderthalb Stunden ist dieses Minus dann wieder aufgeholt worden. Sie sehen diese Kerze, dieser Doji im Prinzip, der aber einen ganz langen unteren Docht hat. Das heißt, da ging es erstmal ordentlich runter und blitzschnell wieder rauf. Und geschlossen haben wir dann oberhalb des Eröffnungskurses, daher ist die Kerze weiß und wir haben mit 1364 Dollar ganz knapp sogar auf Schlusskursbasis ein neues Jahreshoch erreicht. Hoppla, kann man sich da sagen. Das ist aber interessant. Wenn die bullische Seite am Goldmarkt weiterhin so stark am Ball bleibt und sie sagt, das sind Kaufkurse in einem sicheren Hafen, während am Aktienmarkt die Kurse ebenfalls kräftig steigen, dann hat irgendeine Seite Unrecht. Und ob das nun die Seite der Goldbullen ist, das muss ich eben erst einmal erweisen. Deswegen Vorsicht mit zu schnellen Positionierungen auf der Long-Seite am Aktienmarkt. Und wer hier am Ball ist, kann es bleiben. Denn unser auf der 1330 US-Dollar nach oben gezogener Stop-Loss, weil die 20-Tage-Linie einfach nicht hinterherkam, haben wir den ja enger gezogen, der hat gehalten. Im Tagestief 13.3410, das heißt, wir hatten eigentlich auch ein bisschen Glück, aber das bedeutet, mit diesem Tagestief und diesem Turnaround wieder nach oben, dass dieser Bereich um 1330 US-Dollar damit als Unterstützung nun aber auch etabliert ist, sodass wir den Stop-Loss genau da belassen können. Und jetzt geht's in die neue Woche. Jetzt wollen wir mal gucken, wer recht hatte.
Die Goldbullen oder die Aktienmarktbullen? Wir berichten drüber. Die nächste Phase der Berichterstattung kommt gleich heute Mittag im ING Markets Chartflash spätestens 13 Uhr mit dem Halbzeitstand in Europa. Und der Rest des heutigen Tages, den gesamten Überblick, den haben wir morgen in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail rechtzeitig vor Handelsbeginn in Europa, also am Dienstagmorgen. Bis dahin, schönen Start in die Woche und machen Sie es gut.